Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Let's Play Feed Me Star of 20 Pack. In dieser Aufnahme möchte ich endlich einmal eine Smelchery bauen, damit wir uns bessere Spitzhacken, coolere Spitzhacken und eine Spitzhacke bauen können, die auch Zeug aus dem Nether abbauen kann. So. Außerdem werde ich ab jetzt mal versuchen, die Folgen mehr oder weniger genau auf 30 Minuten Länge zu bringen, das heißt auch die Aufnahmen auf 30 Minuten Länge zu bringen, sodass wir jede Folge ein Outro haben. Mehr oder weniger. Heißt, ich habe mir auf dem Zeitbildschirm ist das schöne Stoppuhr installiert. Beziehungsweise mir selbst mal eben geschrieben auf Visual Basic. War nicht so schwer. Auf jeden Fall. Ich habe schon mal kurz in einer kurzen Fail-Aufnahme mir einen Smelchery Controller gecraftet. Den craftet ihr ganz einfach so. Und habe dafür gleich das Mighty Smelting Book bekommen, das ich jetzt einfach gleich mal wieder wegschmeiße, denn was ist denn das halt so laggy? Ich brauche es nicht. Sekunde, ich guck mal kurz. Ich muss mal kurz beschleunigen. So. MSI und Game Booster tun Wunderwirkung. So, als nächstes brauchen wir noch einen Sear Tank. Auch das ist ein Must-Have. Und wir brauchen zwei Smelchery Drains. Einfach nur, weil ich so dekadent bin und zwei machen will. Denn wir wollen beides. Ein Casting Table und ein Casting Basin. Wofür die genau das und erkläre ich noch. Vielleicht kann man sich aber auch schon theoretisch mehr oder weniger denken. So, das nächste, was ich haben möchte, was nicht wichtig ist, weil ich haben möchte, ist Seared Windows. Das wäre eigentlich eine ganz epische Idee. Denn ich finde, die sehen besser aus als Seared Glass, oder? Es gibt nämlich Seared Windows und Seared Glass. Windows oder Glass? Ah, ich glaube doch lieber Glas. Davon brauchen wir auch genau 6 Stück. Fürs erste. Und dann brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 für die unteren Teile. Und dann, das sind 2. Das heißt, 6. 12, 18, 18 minus 2 sind 16 Stück, theoretisch. So viel haben wir aber gar nicht. Nochmal extra. Und Netherlily ist gewachsen. Super. Zack. Und ich glaube, das ist doch unsere vierte Enderperle, oder? Ah, perfekt. Dann, da das jetzt einfach mal kurz eine Unterbrechung ist, Diamant dort, Obsidian dort. Ein Glowstone dort und zwei Eisen habe ich natürlich nicht dabei. Warum ich keine zwei Eisen dabei habe? Mysteriös. Zwei Eisen. Auf dem Server habe ich inzwischen eine Eisenknappheit, weil ich einfach nur AI mal eben anfangen wollte. Also Platinum Logistics. So, damit haben wir auch schon mal unsere Gravity Gun. Und dieses Ding ist einfach nur lustig und episch und sonst irgendwas. Man kann damit einfach mit Rechtsklick Blöcke anheben und durch die Gegend werfen. Mit Linksklick. Mit Linksklick kann man sie werfen und was ist denn jetzt passiert? Ah, okay, geil. Mit Linksklick kann man die Blöcke werfen. Hat da gerade eine Enderlily kaputt gemacht. Puh. Okay. Mal ganz, nö, das lasse ich nicht zu. Das will ich nicht. Gut, das Salon fertig. Und die können da erstmal bleiben. Gut. Fail, würde ich mal sagen. Egal. Auf jeden Fall Gravity Gun, Rechtsklick Blöcke anheben, Rechtsklick wieder fallen lassen oder mit Linksklick, wenn sie angehoben sind, steuern. Man kann sie, glaube ich, auch mit Linksklick direkt steuern, das bringt bei den meisten Blöcken aber nichts. Was aber viel geiler an der Gravity Gun ist, und ich glaube, die ist ein bisschen laut, oder? Ne, ich hatte den Sound auf 20%. Kommt mir nur so vor, weil ich Kopfhörer auf habe. Was noch viel geiler an dem Ding ist, vor allem wenn man im Nether ist, das Teil kann auch Mobs hochheben und kann auch sie wegschleudern. Einfach mit Linksklick könnt ihr Mobs direkt wegschleudern, mit Rechtsklick könnt ihr sie anziehen und dann wegschleudern. Das ist vor allem ziemlich episch bei Zombie Pigman. Zombie Pigman kommt an,
Ihr wollt ihn nicht aggro machen, er soll aber trotzdem aus dem Weg. Rechtsstick, pam und weg. Ruhe. Und Gastbälle, sie kommen an, zack, anziehen, pam, rauffeuern, ganz tot. Also die Gravity Gun auf jeden Fall episch, aber wofür ich sie benutzen will, ist dafür. Zack. Und ihr seht, die Kiste geht nicht kaputt. Auch alles was drin ist, drin. Einer hat mir in den Kommentaren geschrieben, dass die Kisten teilweise auch kaputt gehen, wenn man sie damit transportiert. Mir ist es noch nie passiert. Und ich werde es jetzt erstmal einfach so machen, bis mir das vielleicht auch mal passiert. Ja. Und selbst wenn, dann ist halt die Kiste kaputt, ist auch egal. Ist das Zeug da drin ja nicht unbedingt weg, oder? Auf jeden Fall, ja. Angeblich könnte sie auch kaputt gehen, ich weiß nicht, ich habe es noch nie erlebt. Aber seid gewarnt, falls es passiert, ich habe es gesagt. Fertig. So. Ich lege die Dinger erstmal übereinander hier. Und aus dem Weg, und dann kann ich später noch Upgrades für die bauen. Aber erstmal packe ich das Ding in meinen wunderschönen Toolpack. Oh, ich habe gerade bemerkt, ich habe schon ein Toolpack. Yay! Ich hatte tatsächlich ein Toolpack in dieser, auf dem Singleplayer hier schon. Hätte ich nicht von mir selbst erwartet, dass ich so intelligent bin und mir sowas schon baue. So. Nicht, dass ich jetzt meine eigenen Let's Plays gucken würde. Das wäre irgendwie unglaublich grausam. So einen Schmerz würde ich nicht ertragen. Da. Endstone, Ender Lily Seeds. Die packe ich jetzt auch erstmal damit da rein. Undead Dyed Candle kann erstmal mit in die Tool Pouch. Wenn wir mal auf eine Verkundung gehen wollen. So, ich überlege, ob ich die Cement Tree unten oder oben hinbaue. Ob ich die jetzt hier rein mitbaue, was irgendwie aussehen würde wahrscheinlich. Und ein bisschen unrealistisch wahrscheinlich auch. Oder ob ich sie halt woanders hinbaue. Und ob ich auch vielleicht die Kisten dorthin mit hinstelle. Und dann lieber auch hier hinten noch in das Craft-Maschinen hinpack. So viele Fragen, so wenig Antworten. Ich glaube, ich baue die Smash-Tree einfach unten, wie ich es auch letztes Mal gemacht habe. Dafür brauche ich erstmal mehr Seed Bricks. Habe ich eigentlich noch Gravel oder Clay? Die falschen Kisten. Ich habe doch bestimmt noch ein bisschen mehr Sand, oder? Stack. Oh, reicht gerade eben. Ein Stack, nehmen wir mal einen halben Stack. Was ist das für eine Scheiße wieder? So. Ein Stack Gravel ist auch wieder ein halber Stack. Und ein Stack Clay habe ich bestimmt auch noch, ja, locker. So. Sollte reichen. 64 Ground nochmal dazu. Ab in unserem wunderschönen Furnace damit. Und dann warte ich jetzt nochmal kurz, bis ein paar mehr davon fertig sind. Dann kann ich die Cement Tree direkt richtig bauen. Was ich dann noch brauche ist, wie viele Pattern, wie viele Casts gibt es denn? Tinker's Construct, Patterns, Enable, Tool Disable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3x8, 24, 25, 26, 26 Stück. 26 Stück sind dann, wenn ich 4 daraus kriege, 26 durch 4, 25 sind 28, 28 durch 4, 5, 7. Heißt, wir brauchen 7 Sets. Und 7 Sets sind 3x7. 3x7 sind 21 und 7 Kupfer. Denn wir wollen uns diese Patterns hier, die ich schon, also diese Casts, die ich hier schon gezeigt habe, herstellen. Ich habe euch ja schon gezeigt, wie man mit Patterns arbeitet. Hier mit diesen Holzteilen, mit denen kann man ja Stein zu was verarbeiten. Mit Casts kann man Eisen und andere Metalle verarbeiten. Das heißt, dann könnt ihr zum Beispiel, könnt ihr eigentlich alles verarbeiten, was dort hinten drin ist. Das Zeug hier. Das könnt ihr nur mit Casts verarbeiten. So. Das Problem ist, dafür brauchen wir Aluminum Brass. Aluminum Brass stellt ihr mit einem Kupfer und 3 Aluminium her. Steht übrigens auch in dem kleinen süßen Büchlein hier. Hier 3 Aluminium, 1 Kupfer. Wobei übrigens die Smeltery-Erze verdoppelt. Heißt, ein Aluminium-Erz sind 2 Aluminium.
Nur so als Information. Ein Aluminium-Erz sind dort auch zwei Aluminium. Und ein Kupfer. Und ein Kupfer-Ingot ist natürlich ein Kupfer und ein Kupfer-Ohr wäre natürlich zwei Kupfer. So. Heißt, wir haben Aluminium Brass und wir haben Kupfer. Das haben wir uns jetzt genommen. Daraus können wir unsere Casts machen. Aber natürlich brauchen wir dafür noch die Steinvarianten. Denn wir müssen die ja irgendwie ausgießen. Wir müssen ja irgendwie dafür sorgen, dass diese Löcher, die da jetzt gezeigt sind, da reinkommen. Und das machen wir, indem wir aus Cobblestone oder sonstigen härteren Materialien, am effektivsten einfach Cobblestone, jegliches Pattern hier machen. Es gibt noch ein, zwei weitere, die man nicht damit machen kann, zum Beispiel das Gemcast und das Inkitcast, aber wie man die macht, ist ja wohl irgendwie, denke ich mal, relativ offensichtlich. Gemcast halt für Emerald und Inkitcast mit einem Inkit jeglicher Art. So, da mein Inventar aber gerade zu voll dafür ist, werde ich erst einmal, ach, ich weiß, was ich machen kann. Zack, zack, zack. Ich habe eine Art Strongbox. So. Dann kann ich die auch mal nutzen. Und zwar kann ich jetzt erstmal noch mal kurz abbauen und hier nebensetzen. Dann brauche ich eine Menge Stein. Und dann mache ich jetzt jedes einzelne Tool. Das heißt, ich mache es einfach so. Zack. Zack. Leg's wieder weg in das nächste. Zack. Und das mache ich jetzt in jedem einzelnen Teil. Und sortiere die danach noch. So. So, und so weiter. Ihr könnt es euch vorstellen, also ich cutte mal kurz und bis gleich. So, okay. Ich habe nochmal eben kurz die paar Berry Bushes hier vor unserer Haustür weggemacht. Raspberry Bushes, ich weiß gar nicht, ob ich euch die schon gezeigt habe. Wenn ihr rechts geklettert habt, esst ihr die relativ schnell. Und ihr könnt ja auch essen über eure Hungerleiste hinaus. Und das wird dann eure Sättigungsleiste, angeblich. So. Ich habe schon einen kleinen Spot für unsere Smart Tree ausgesucht. Hab hoffentlich die richtige Menge Bricks dabei. Wenn nicht, bin ich geart. Und baue die Smart Tree direkt so, dass wir sie zumindest teilweise automatisieren können. Und das nicht hässlich aussieht. So, dann brauchen wir die 6 Seared Glass. Die machen wir mal hier hin. Oh, diese Schaufel ist so langsam. Aber sie hält ewig. Und damals brauchen wir noch nicht viel mehr für Holz. Für Holz. Schon. Für Erde. So, jetzt habe ich doch noch was vergessen, was ich mitnehmen hätte können müssen. Einmal den Drain hier, einmal den Drain hier. Den Seed Tank da oben dran. Und dann habe ich, glaube ich, genau einen Break zu viel, was immer auch kaum möglich gewesen wäre. Doch, es wäre möglich gewesen, das anders zu machen, aber schade, hatte ich gerade Bock, einen zu viel zu machen. So, passt doch. Und das ist sowieso falsch. Irgendwie ergänzt dieser Tank dort, also der Seared Tank, wenn ihr den abbaut, der behält seine Flüssigkeit. Das heißt, ihr könnt den auch abbauen, wenn ihr eure Flüssigkeit nicht verlieren wollt, das ist vollkommen egal, der verliert die nicht. So, und drei Stück hin. Machen wir hier uns eine Ebene, auf der wir laufen können. Und dann kommen die zwei. Teil dort und der Seared Tank dort und dann haben wir eine funktionierende Smart Tree. Dass sie funktioniert, seht ihr, wenn es da, dass dieses Teil hier leuchtet und der euch bei Whaler oben empty anzeigt und nicht Invalid Structure. So, dann haben wir das Ding hier und das Ding hier. Dann brauchen wir da unten noch ein paar Sachen. Machen wir Hopper und ich brauche nochmal Seared Faucet. Und dann will ich nochmal meinen Tank befüllen mit der Lava von dort hinten. Und die Smashery braucht natürlich Lava. Womit soll es denn sonst das Zeug schmelzen, was sie bekommt? Also ich brauche nochmal 1, 2, 3 Hopper und eine Kiste. Und ich brauche ein... Was wollte ich noch holen? Irgendwas wollte ich doch gerade noch holen.
was ich auch vergessen habe. Also die Seared Forces, eine Truhe, drei Hopper. Was hatte ich noch vergessen? Ich weiß es. Oh. Wenn ihr in die Smeltery fallt, das ist solange dort keine Flüssigkeit, solange keine Flüssigkeit in der Smeltery drin ist, ist es kein Problem, wenn ihr reinfällt, denn ihr bekommt keine Damage. Erst wenn sie, wenn Flüssigkeit drin ist, bekommt ihr Damage dadurch. So, irgendwas weiß ich doch, hab ich noch vergessen. Egal, ich guck nochmal nach. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ihr könnt den Portable Tank mit der Lava drin einfach einmal rechtsklicken und der ist im Output-Mode, wie ihr dort oben auch sehen könnt, wieder mal. Und dann bekommt der Seared Tank hier ein bisschen Flüssigkeit und wir belassen jetzt erstmal... wir lassen den nicht da drauf. Ich brauche dafür eigentlich einen eigenen Tank. Mach ich mir dann später. Einen eigenen Tank dafür. Und ich habe die Hopper vergessen, also kann ich sowieso nochmal einen eigenen Tank machen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Lass den Tank weitermachen. Ich wollte einfach nur mal so eine Kiste hier hinstellen. Und zwei Hopper dran. Die ziehen nämlich jetzt automatisch alles, was dort drin ist, an Ingots oder in dem Falle Blöcke. Also erstmal, das Teil hier ist der Casting Table. Dort kommen diese Patterns, die Casts drauf. Und dort könnt ihr halt eure speziellen Sachen gießen, zum Beispiel eure Ingots oder eure Toolrods oder sonst irgendwas. Das Teil hier macht Blöcke. Also dort könnt ihr irgendwas reinpacken und es macht Blöcke. Ah, ja, so bringe ich mal kurz die zwei Seared Forces an. Die Dinger braucht ihr. Um das Zeug rauszukriegen. Ihr könnt dafür auch Fluiducts nehmen. Die sind schneller, also Fluiducts sind schneller. Aber da könnt ihr einfach Rechtsklick drauf machen und bekommt das Zeug halt raus. Das ist bequemer. Heizung. So. Ich habe noch kein Feld, oder? Nö. Egal. Auf jeden Fall, ihr seht, ich habe Lava hier drin, ich habe Lava dort drin, in einem neuen Portable Tank. Und ich habe die Kiste hier, Kisten hier, und ihr werdet das dann auch gleich noch sehen. Nieb. Dann packe ich das jetzt erstmal so hin. Okay. Was ich jetzt als erstes machen möchte, ist nochmal den Hopper hier ansetzen. Dann kann ich nämlich hier die Smeltery angucken und kann trotzdem in den Hopper gucken. Deswegen ist das Setup auch sehr effektiv. Und wieso kommen noch bei Zombies? Sollen schon alle weg sein. Was fressen. Und zwar möchte ich folgendes. Ich möchte euch erst einmal, ich möchte nicht euch, sondern ich möchte mir erst einmal eine Bronze-Spitzhacke bauen. Bronze ist, wie ich ja schon mal gesagt habe, effektiver als Eisen. Denn Bronze hat 350 Benutzungen, Eisen hat 250. Warum ich trotzdem Eisen reinpacke, ist durch eine Toolrod. Ich möchte gerne eine Toolrod haben, aus Eisen. Ich könnte Netherrack dafür benutzen. Netherrack hätte einen Handle Modifier von 1.2 oder 1,2. Iron hat 1,3, wie die meisten anderen Metalle. Also nehme ich Eisen, einfach weil ich genug Eisen habe und Netherrack noch nicht. Also, ja, mir egal, dann verschwende ich halt davon Eisen. Und das sieht so aus, als könnte Bronze schneller schmelzen als Eisen. Was auch sehr effektiv ist, weil ich noch gar nichts herstellen kann. Also erst einmal da rein. So, ihr seht, Aluminium schmilzt relativ schnell. Zum Glück. Oh, das heißt, ich muss jetzt sowieso erstmal alle mit einem Brass herstellen. Stelle ich hier mal meine harten Strongbox hin. Sagen wir mal dort. Und pack die Pattern Chest, sagen wir mal dorthin. Ein bisschen buggy die Texturen, aber egal. So. Und ihr seht schon, dass das Aluminium alles geschmolzen und ist hier drin. Warum auch immer ein hellweißes, so ein hellsilbernes Metall auf einmal rosa wird, aber egal. So, und dann halt noch Kupfer rein, das schmilzt wesentlich langsamer. Und dann haben wir Aluminium Brass. Heißt, wir brauchen erst einmal Stone Tool Rod, die packen wir hier rein. Und ihr seht, die Stone Tool Rod wird hier nicht rausgezogen. Wenn sie nicht das ist, was neu rausgekommen ist. So, dann haben wir noch mehr Molten Alumina und dann braucht das Kupfer noch ein bisschen. Als nächstes möchte ich euch dann zeigen, wie ihr Obsidian bekommen könnt. Wie bekommt man jetzt wohl Obsidian? Und ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Alumina drin, weil ich das noch mit eingerechnet habe. Na komm, mach das Kupfer endlich fertig. Komm schon, danke.
Ihr seht, auf einmal haben wir mal Aluminium Brass, 28 Stück, und haben aber noch 5 Kupfer oben drauf, 5 Aluminium oben drauf, da. So, wichtig ist immer das, was unten in der Stretch ist. Was am weitesten unten ist, das wird rausgezogen aus den Seared Faucets oder den Fluid Ducts. Heißt, ihr könnt Linksklick auf Aluminium machen, dann würde Aluminium rausgezogen. Es würde also jetzt nicht funktionieren. Wenn ich jetzt Mod Aluminium Brass nach unten packe, dann funktioniert es. Und ihr bekommt... Hey, komm, danke. Ihr bekommt dann ein... Tool Rod Cast. Und das machen wir jetzt in jedem einzelnen Teil. Also noch eine Pickaxe drauf und machen das gleiche. So, jedes Cast kostet genau ein Aluminium Brass. So, nächstes. Zack, 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 zack. Und das mache ich jetzt noch ein paar Mal, bis wir dann alle Casts haben. Also, bis gleich. So, ihr seht, ich habe alle Patterns hier gemacht. Und einen Ingot Cast habe ich halt auch gemacht. Ich habe einfach den Bronze Ingot genommen, habe ihn da hingelegt und einmal rechts weggemacht und habe einen Ingot Cast gekriegt. So, das können wir jetzt auch hinlegen und kriegen noch die restlichen 4 Aluminium Brass da relativ schnell raus. 1, 2. Das dauert immer relativ genau eine Sekunde. Zumindest mit der Uhr war es immer so. Oder ziemlich genau 2 Sekunden, das kann natürlich auch sein. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Das war ein Aluminium, das wollte ich nicht da rein rausnehmen. Also wieder reinpacken. Okay, dann nehmen wir das raus. Und packen dort ein Pickaxe Headcast rein. Und zwar das erste, was wir jetzt herstellen wollen. Wir haben da 4 Aluminium drin, aber mir ist es egal. Ich packe dort erstmal Bronze rein. Und dann wollen wir noch Eisen da reinpacken. Und zwar gleich 3. Und da die Obsidian-Sachen kommen dann später rein. Oder die kommen jetzt rein, weil Obsidian Jahre braucht. So, ihr seht, ich habe Obsidian-Zeug aus den Villages bekommen. Dieses Obsidian-Zeug hat jeweils die Menge an Obsidian in sich, aus der es hergestellt wird. Das heißt, dieses Ding hier hat 1. Die beiden haben 0,5. Und auch das hat 0,5. Also haben wir hier drin jetzt gerade 1, 2, 3 Obsidian. Wir bräuchten nur 2, aber ich mache das dritte, weil es einfach geht. So, jetzt haben wir noch das 5. Aluminium. Jetzt wird das Bronze als nächstes fertig. Das passt also perfekt. Wir haben also noch einmal Bronze. Zack. Und dann haben wir einmal Bronze. Das müssen wir jetzt natürlich einmal anklicken, wenn es nach unten kommt. Und dann können wir einmal Bronze nehmen und dann ein Pickaxe-Set aus Bronze. Dann packen wir den Cast wieder weg und nehmen uns Toolrod Cast. Und machen uns aus dem einen Einzelingel, was jetzt schmilzt, machen wir uns jetzt, zack, einmal und zweimal 2 Toolrods. 2, weil man aus einem Ingot 2 Toolrods rauskriegt und die sonst nicht anders besonders effektiv verarbeiten kann. Als nächstes haben wir jetzt 2 Eisen und 5 Aluminium da drin und wir bekommen noch 3, wir bräuchten nur 2, aber wir bekommen noch 3 Obsidian dazu. Heißt, wir haben 5 Aluminium, 2 Eisen und 2 Obsidian und haben jetzt 3 Molten Alumite. Alumite ist eigentlich eins der, also sagen wir so, ist das beste Oberweltmaterial, was man ohne andere Mods extra einfach bekommen kann. Heißt, wir machen uns daraus auch mal ein Pickaxe-Head, auch wenn es hässlich rosa ist. So, den Rest verarbeiten wir einfach in Ingots, auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wofür wir ihn sonst brauchen können. Vielleicht mache ich mir mal nochmal einen Dagger oder ein Schwert oder sowas da draus, irgendwas Sinnloses. Oder ich benutze es einfach als Kistenfüller, weil ich es habe. So. Dann haben wir noch ein Obsidian. Obsidian kann man übrigens jetzt auch zu Ingots gießen. Und ein Obsidian im Sinne von einem... Also wenn ihr einen Obsidian-Block habt, den ganzen Obsidian-Block, dann könnt ihr den hier reinpacken in die Nitrate und bekommt 2 Obsidian hier raus. So, ihr bekommt also 2 Obsidian daraus. Und daraus könnt ihr 2 Obsidian-Ingots machen. Oder ihr könnt die 2 Obsidian, die da drin sind, hier reinpacken und bekommt wieder einen Obsidian-Block raus. Aber ihr wisst ja, ist ja auch aus Obsidian schon oben mit dem normalen Obsidian und mit den normalen Holz-Patterns, dass ihr damit auch schon, ich weiß, dass es später geworden ist, dass ihr damit auch schon, jetzt muss ich natürlich mal den Rest rausnehmen, und ich habe wieder fast vergessen, was ich sagen wollte, dass ihr halt damit auch schon, wo war ich gerade, ich denke, Mist, jetzt bin ich wieder voll aus dem Konzept geraten. Miep. Genau. Also, wir haben ja schon Obsidian mal hergestellt, die normalen Obsidian-Blöcke, und ihr wisst ja, dass ihr die hiermit benutzen könnt. So,
aber dann bekommt ihr für einen Obsidian Block zum Beispiel auch nur ein Pickaxe Set. Wenn ihr den hingegen in die Smeltery Forge schmeißt, bekommt ihr zwei Obsidian Ingot und jeder Obsidian Ingot ist auch wieder einen wert. Heißt, ihr habt euer Obsidian Einkommen verdoppelt. Wenn ihr also mal wenig Obsidian habt, könnt ihr es in die Smeltery schmeißen und könnt daraus effektiver Tools machen. Wir machen uns jetzt einfach mal zwei Obsidian Bindings, denn die werden wir auch noch brauchen. Und jetzt weiß ich auch, warum ich zwei Iron Tools habe, weil ich zwei Spitzhacken machen will. Die Steinpickaxe hat gute Dienste geleistet, aber kann jetzt in den Müll, denn wir machen uns jetzt zwei bessere. Und zwar haben wir jetzt einfach mal Pickaxe und machen Alamite Obsidian. Also, Alamite ist das einzige, nein, eins der beiden Oberweltmaterialien, mit dem ihr Kobalt und Adel abbauen könnt. Heißt, dieses blaue Zeug im Nether. Das ist eins der beiden Materialien, das dieses beides abbauen kann. So. Obsidian habe ich da dran, damit weil Obsidian den Material Trade Reinforce 3 bringt. Das hat ansonsten keine guten Trades, also wenn ihr mal guckt, hier Obsidian. Komm, wo ist Obsidian? Da. Hat nur ein bisschen Durability, hat einen schlechten Handle Modifier, aber es bringt Reinforce 3. Also nehmen wir es als Binding, dort hat es nämlich weder den Handle Modifier noch die Durability beeinflusst es weder eins von den beiden. Keins von den beiden. So. Und ja, dann haben wir Reinforce 3 trotzdem drauf, weil es nur Material Trade gibt. Alamite, ihr seht, das ist eins der wenigen, es ist eins der beiden, was Mining Level 4 hat, also Kobalt. Das andere ist Steel. Hier. Aber Steel bekommt ihr, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber Steel bekommt ihr in Tinker's Construct nur, wenn ihr eine komplette, also wirklich eine voll reparierte Kettenrüstung in die Smeltery schmeißt. So ist der gedachte Weg von Tinker's Construct, um Steel zu bekommen. Aber da wir hier mit vielen, vielen Mods spielen, ist es natürlich ein Ticken einfacher, sogar wesentlich einfacher sogar als Alamite herzustellen. Nämlich könnt ihr einfach statt Alamite könnt ihr Steel ganz einfach im Induction Furnace zum Beispiel herstellen. Und zwar geht das ganz einfach hier ein Iron Ingot, hier ein Iron Ingot und zwei Coal Dust oder ein Iron Ingot und vier Charcoal. Und dann bekommt ihr daraus Steel Ingots, ein Steel Ingot dafür. Und aus einem Steel Ingot könnt ihr euch dann auch ein Pickaxe-Set machen. Heißt, damit könnt ihr euch dann einen Pickaxe-Set machen, der dann auch Kobalt abbauen kann. Nachteil an der Sache natürlich, es ist ziemlich cheaty und einfach. Also habe ich es gelassen und habe einfach mein wunderschönes Alamite gemacht, auch um euch zu zeigen, wie man Obsidian bekommt ohne einen Ignis Extruder, sondern nur Tinker's Construct. Es kann auch sein, dass einer dieses Let's Play guckt und nur Tinker's Construct benutzen will oder am Anfang nur Tinker's Construct benutzen will und nicht erst ganzen Thun Expansion Machine machen will. Denn wie man weiß, Tinker's Construct kann man ja schon machen, sobald man Clay, Gravel und Sand gefunden hat. So. Aber ich sehe schon gerade, wir sind ziemlich nah am Wrapping Up, also am Aufhören, am Ende der Aufnahme. Heißt, was ich nochmal kurz mache, ist das hier. Alamite. So. Und eine Bronze machen wir uns auch noch. Bronze Pick. Jetzt haben wir zwei super geile Tools. Die Bronze Pick Mining Level Eisen. Also Mining Level von die gleiche Mining Level wie halt eine Eisenspitzhacke auch. Und Alamite halt ist eins, was Kobalt abbauen kann. Dafür müssen wir erstmal den Nether. Dafür brauchen wir mehr Obsidian und das stelle ich mir dann aber auch einfacher her. Das Obsidian stelle ich mir dann mit der Lava aus meinem Reinforced Portable Tanker, dann haben wir 32 Obsidian, das sollte reichen. Aber ich habe noch eine Idee, wofür ich das alle mal noch benutzen kann. Das zeige ich dann aber in der nächsten Aufnahme, denn ich bin schon fast 2 Minuten über dem Wrapping Up. Also würde ich sagen, Schluss für diese Aufnahme und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Feed the Beast Star of 20 Pack. Bis zum nächsten Mal.